Ja, jetzt neigt sich unser Tag heute so langsam zu enden, zum Ende. Kleines Resümee. Eigentlich konnte es nicht viel besser laufen. Wir hatten das tolle Wetter. Das bestellte Wetter ist gekommen. Die Flugzeuge schmeißen auch keine Chemtrails heute, sehe ich gerade. Es ist friedlich geblieben, was total wichtig ist. Wir haben die beste Unterstützung seitens der Polizei bekommen, die man nur bekommen konnte. Wir hatten tolle Redner hier, wir hatten tolle Künstler hier, ja. Wir hatten viele Initiatoren hier, die etwas schon mal angeschoben haben, vielleicht so als Muster, als Beispiel, was man noch alles machen kann für die Zukunft. Ein riesen Dankeschön an alle, die auch für den heutigen Tag mitgeholfen haben. Hier vorne am Mikro, im Hintergrund, die ganze Organisation, das alles so hinzubekommen. Und ja, ich fand es eine gelungene Veranstaltung. Wenn mehr Menschen da gewesen wären, dann wäre es perfekt gewesen. Aber daran arbeiten wir. Von meiner Seite aus super Dankeschön an alle, die heute da waren. Und jetzt gebe ich das Mikro nochmal an Heide. Dankeschön. Es wurde gerade eben gefragt, wo die Sachspenden abgegeben werden können. Björn, das ist doch auf unserer Mahnwache, ne? Die Sachspenden, die werden doch auf unserer Mahnwache abgegeben, oder nicht? Also ihr habt schon die Möglichkeit, die Sachspenden auch weiterhin bei uns auf der Mahnwache abzugeben oder einfach mit mir Kontakt aufnehmen, dass wir bei größeren Mengen das entsprechend gleich ins Sammellager bringen. Ich würde aber gerne jetzt erstmal zum 10. Oktober einen Stopp machen, denn wir müssen das alles noch umpacken, ins Lager bringen und das Ganze dann auch aufladen und so. Und dann bin ich natürlich die nächsten Wochen auch erstmal unterwegs, halt auch in der Ukraine und so. Und dementsprechend werde ich dann wenig Zeit haben, das Ganze zu transportieren und abzuholen. Das heißt, sobald ich aus der Ukraine wieder da bin, rotzt mich zu mit so viel Zeug, wie ihr nur könnt. Ja, oder sonst halt bis zum 10.10. jeden Montag 18 Uhr am Ernst-Auges-Platz in Hannover. Ja, oder ihr kontaktiert mich über Facebook, wie auch immer, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Björn, ja. Ich habe einen riesigen Dachboden leer. Ja, Enrico, ran. Ja, schreib mir. Können wir 150 Kartons oder noch mehr lagern? Ja, Hammer, bin ich bei dir. Also, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Okay. So, und in der Zwischenzeit, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, außer auf den Mahnwachen gehen, dürft ihr auch stricken und häkeln. Ja. Nämlich das, was ganz wichtig ist, wir gehen in die weite, in die kalte Jahreszeit und es werden Fäustlinge und kleine Socken gebraucht, bis hin zum Kinder-Teenie-Alter. Erwachsene brauchen Loops, Schals, Mützen unbedingt. Und wer da kreativ ist und seine Zeit auch zu Hause verbringt, der kann und vielleicht ja auch das Können hat, zu häkeln oder zu stricken, der kann wirklich sehr, sehr viel Gutes tun. Und am besten würde ich sagen, sie horten das zu Hause ganz viel. Und wenn wir dann den Startschuss durch Björn wieder haben, dann nehmen wir das unglaublich gerne entgegen. Diese Aktion, auch die Stricken und Häkeln, ist auch in Facebook nachzulesen. Und in den kommenden Wochen versuche ich das auch weiter voranzutreiben, auch außerhalb von Facebook. Und ansonsten ein ganz herrliches Wochenende wünsche ich Ihnen. Danke, Heide. So, bevor ich diese, ich hoffe, ich meine gelungene Veranstaltung oder Versammlung beende, ganz offiziell. Ich weiß nicht, ob es mir nur so ging, es waren heute ein paar bewegende Momente da, ein paar nachdenkliche, ein paar heitere. Es wurde alles sehr intensiv und auf sehr hohem Niveau präsentiert. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und was ich besonders bemerkenswert finde oder empfand, ihr habt es vielleicht nicht mitgekriegt, wie wir um diese Verlängerung der Veranstaltung gerungen haben. Und ich kann sagen, in diesem Land ist noch mehr in Ordnung, als es den Anschein hat. Und das alleine gilt es schon zu bewahren. Also, was ich heute erlebt habe, auch mit der Polizei und so, ganz große Klasse. Es sind ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, dann wird das was. Lasst uns moderieren, nicht konfrontieren. Danke und noch ein schönes Wochenende. Ein Satz noch. Du hast vorhin gesagt, wir sind alle Rockstars. Und der von mir so geschätzte John Lennon, der hat mal gesagt, who on earth you think you are? A superstar? Well, all right you are. And we all shine on.
like the moon and the stars and the sun. Dankeschön. Thank you.